Wolle. Herzlich willkommen zu dem zweiten Video aus der im Tennis Manager. Wir spielen gegen Ricardes Berankines. Berankis. Die Intensität stuft ein bisschen höher. Die stabilisierende Spiel. Ab in die Umkleide. Ugo Humbert ist im Schloss. Entspann dich. Du kannst dieses Spiel gewinnen. Das Ziel ist es, langsam immer besser zu werden. Ugo Humbert hat genau zugehört. Genau deshalb habe ich Kommunikator ausgewählt. Genau deshalb. So. Wir kommen im Match. Und da geht es los. Mit dem ersten Match für Humbert. So. Zack. Das war ein guter Ball. Schön mit einem kräftigen Aufschlag. Ja, das spielst du eigentlich nicht auf den Mann. Ja, na, schade, zu viel Risiko. Und da hat Berankis auch gleich schon den ersten Punkt. So. Scheiß Dreck. Das ist nicht gut. Aber. Oh, das muss er durchbringen eigentlich. Wenn sie dann an. Na, bei der Anwurf vom Gegner stimmt. Ah, er wirft. Ist er daneben? Oh. Ed? Ja, scheiße. So, guter Ball. Jetzt zack. Nein! Ja. Nein, er hat wieder. Ey. Oh, das ist jetzt ein bisschen blöd. So, erstmal am Ende des Satzes mit ihm reden. So. Kritisieren muss ich ihn. Keine Reaktion. Ja, okay. Den Satz hat er da geholt. So. Das ist 30, 40, 30. Ja. Das ist langsam ein bisschen kritisch. Ist das okay? Taktisch. Dann mach mal ein abweichendes Spiel. Nein! Musste nach rechts. Na egal. Trotzdem noch geholt. Ja, wichtig. Ah, da steht ja sehr lange von an der am Netz. Das ist aber noch mal gut gegangen. Da kann er gerade gar nichts gegen seine Anwürfe sagen, weil die gerade extrem heftig sind im wahrsten Sinne des Wortes. Und später, wenn er den rübergespielt hat, muss er ganz schnell wieder nach links laufen und schafft er von der Zeit her nicht. Dann steht es jetzt 4-4. So, 40. Ah, er steht sehr lange an der Grundlinie. Das gefällt mir eigentlich nicht. Taktische Anweisungen. Beim Ballwechsel. Neutral. Durchschnitt, ja. Durchschnitt ist eigentlich gut. So, das ist der Satzball. Beziehungsweise das ist jetzt Leg. Satzball. 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 So. Und den verwandelt er. Ja. Ja, sind ziemlich gut mit dem zweiten Ausschlag gewonnen. 22% Breakpoint. Ach, vorne 12 bin ich. Okay. Das Match ist noch nicht gewonnen. Ja, genau, so. Er ist selbstbewusst und er ist unruhig. Der Berankis. Ja, geht jetzt zu viel Risiko, aber holt sich jetzt das Ass. Damit auch den ersten Punkt im ersten, im zweiten Satz. Oh ja, wichtig.
Komm, hol's dir. Ja, stark, ihr Junge. Stark, Junge. So, zack. Macht er gut? Macht er sehr gut. Ed. Ja, Matchball verwandelt. Zack, Gespräch. Da gibt's nichts zu sagen. Ein verdientes Ergebnis. Ja, der war überheblich. Das ist ein bisschen scheiße. Also überheblich ist der Fehler von ist oft der Fehler von jungen Spielern. Ja, gut, hat aber auch irgendwie die Kerber schon geschafft bei mir, wie ich mal mit ihr gespielt habe. Von daher war sie mehr überheblich als alles andere. Runde 32, 1300, ja, ist angenommen. Cool, Hamburg. Das sollte eigentlich relativ easy sein. Mhm. Glaubst du, kommt der Kunde hier aus? Ja, der wird besser. So, du bist hier, um zu gewinnen. Gewinnen! So. Ich habe mal das Vertrauen und simuliere ein bisschen durch. Lieg hier schon direkt 2-0 hinten. Okay. Das liegt an der taktischen Anweisung. Dann halt nicht, was du nicht trainiert hast. Sorry. So. Zack. Zack. Und bam. Na, schön. Nein. Geht, fuck. Kritisieren. Da muss ich ihn ganz stark kritisieren. Kannst du mal was schaffen? So. Zack, schließen. Na, Bruder, ich trainiere mit dir nie wieder Stoppball. Mein Kopf. Ist das zuversichtlich? Motivation besorgt, Stress beschwichtigt. Emotion enthusiastisch. Zuversichtlich, entschlossen, beschwichtigt. Ja, ist doch gut. Was er aber hier gerade abzieht, ist nicht gut. Und hier hinten. Da muss ganz kein Gespräch nach dem Satz geführt werden. Da lässt sich gerade hier 0 zu 4 abziehen. Gegen Qualifikanten, so. So, ja, danke. Fang mal an, Tennis zu spielen, Alter. Ja. Ich hoffe, man geht gerade zu viel Risiko. Man merkt's. Ach Gott, Homebar, Digga. Ja, komm. Ja, es geht durch. Geht der Ed durch? Ja. Der geht auch durch. Zack. Von den holst du. Das schaffst du. Ich habe keinen Bock, auf ein 7 zu 5 gehen zu müssen. Ja, wichtig. Komm, hol das. Ja. Ja! Gewinne den psychologischen Kampf. Ja, schön unruhig sein, ne, du dummer Bastard. Sorry. Ja, schön unruhig sein. Hat er noch so gut gedreht. Gratulieren. So. Zack. Stark, stark. Schick's dich. Hatte kleine Startschwierigkeiten, aber naja. Du bist weniger begeistert. Es war aber kein großer Sieg. Du kannst dich gegen die Nummer 105 der Welt verlieren. Das ist maximal peinlich. Du kannst dir bewertete SpielerInnen anschauen oder auf der Wertung. Okay, scheiß auf die. So, Hauptstrategie. So, Match. Viertelfinale.
Aromus Vinolus. Nein, den muss ich ernst nehmen. Danach geht es eventuell gegen Dominic Thiem. Der ist der Beste, der hier am Turnier teilnimmt. Gegen den Fünftbesten, der hier am Turnier teilnimmt. Also von der Weltrangliste her gesehen. Er ist der Zweitbeste, weil 13. 3. Der Rest ist schon raus. Ah, Sinn hat aufgegeben. Chillig. Der hatte 0. Das, was kommt mit. So, dann dann begeben wir uns in die Umkleide. Du weißt, dass es ein wichtiger Spiel ist. Das weißt du auch. Ich vertraue dir. Das ist egal. So. Zack. Ja. Hier geht auch das zweite Lager mich und hiermit auch das dritte. Das vierte folgt auf dem Fuß, das fünfte auch. Ja. Da brauche ich auch gar nichts zu sagen. Immer mit der Ruhe. So. Hab ich in der Tasche. Auch in der Tasche und das auch. Das wird ein souveräner Sieg. ...6-2 und 6-1 gewinnen wir im Viertelfinale gegen Albert Ramos Vinolas. Wurmwert ist überheblich. Gut gemacht. Jetzt sind wir uns auf den nächsten Tag. Okay, es geht gegen Dominic Thiem im Halbfinale. Oh. Das ist also gut. Der Ausrüster schon ausgehandelt. Oh. So. Jährliche Boni. Reiche Viertelfinale an NTL Grand Slam. Reiche Rang 20 ATP. Yonex. Ich muss unter an der 16-15. Ja, okay. Dann unterschreibe ich den Vertrag mit Nike. Hier kann ich nicht großartig was auswählen. Und Schläger für den Wert. Ja, unterschreibe ich. Das unterschreibe ich glatt. Und dann haben wir jetzt auch unsere ersten Sponsoren. Sind somit auch wieder ganz fett im Plus. So, dann gehe ich mal auf Academy. Das dauert noch 6 Monate, das hat noch 7 Monate. Das ist halt ganz wichtig für Training. Und hier nicht Verringerung der Verletzungsdauer, sondern weil es noch weitere Massagemöglichkeiten oder sowas gibt, die man sich freischalten kann. Und ich halte von der Massage und so weiter sehr viel. Muss ich gestehen. So, was gibt's denn noch zu lesen? Ja, alles schön unterschrieben. So. Ein Jahr, zwei Saisons. Okay, ja. Mit Nike. Hab grad nur eine Saison, okay. Nächstes Mal ins Einkommen. Mitspielen gegen Dominic Thiem. Der Nummer 3 der Welt gegen die Nummer 33 der Welt. Es wird sehr schwierig. Es wird sehr schwierig gegen ihn zu gewinnen. Da ist es möglich. Gib heute alles, dann kannst du gewinnen. Und genau mit der Mentalität gehst du jetzt hier rein und holst dir das Ding gegen Dominic Thiem. So, erstmal muss ich das anschauen hier. Aufschlag, Digga. Du Scheiße. Der Aufschlag. Bam! Schmettern!
kann ihn halt nicht kritisieren, weil er nicht mehr so viel falsch macht. Taktische Anweisungen. Ein destabilisierendes Spiel ist, glaube ich, das Beste gegen Dominik Team, was ich machen kann. Ah, es gibt keine Ass, oder? Ah! Schön. Ah! Sauber. Destabilisierendes Spiel. Begeistert? Von uns? Von wem ist er jetzt begeistert? Das verstehe ich nicht ganz. Oh. Ui. Stark. Schau mal an. Schau mal eine an. Das war jetzt im Element. Ja. So. Schön. Nein! Schade. Komm. Den holst du dir jetzt aber. Den Dislag. Ja! Stark. Jetzt. Nein, zu mittig. Schade. Ja, ja. Sauber. Gegen Dominik Team ist auch kaum ein Kraut gewachsen, ne? Ich bin begeistert von dem Jungen. Gratulieren. Der junge Kerl ist abgezockt. Schau mal, der ist unbeeindruckt. Na, schade. Gespräch. Zeig mir, was du kannst. Champion. So, zeig mir, was du kannst. Bitte? Ja? Ja? Ja! Komm, break ihn. Komm. Nein. Schade. Aua. Taktikwechsel. Boom. Schön. Ja. Ja. Jetzt komplett nach rechts ziehen. Schade. Ja, jetzt ist er nah am Netz. Boah! Stark. Schade. Sauber. Komm. Du brauchst Motivation. Ja! Komm. Buh! Schade! Schade. Ich bin sehr stolz auf ihn. Ich bin Retox sehr stolz. Ich bin so stolz auf den. Er hat 16%, kriege ich ja nur von ihm. Bei dem Besten kriegt man immer nur irgendwie 16% ab oder sowas. Also wenn der jetzt die 1 Million, wenn er jetzt 1 Million gewinnen würde, kriegen wir nur 160.000 davon. Also in Anführungszeichen nur, ist natürlich auch schon eine ganze Menge. Oder? Kommt es mit der mathematischen Rechnung hin? Ach, bestimmt. So. Konnte sich 2 Plätze nach vorne arbeiten? Ja, konnte ja 1 Platz nach hinten. Hm. Freunde strahlend. Stark. Aber das nächste Match gibt es dann auch in der nächsten Folge. Also, bleibt dran.